Schon wieder eine Trennung. Das scheint irgendwie in der Luft zu liegen. Erst Nathalie und Ansgar und jetzt auch noch Susanne und Carla. Dabei waren sie so ein schönes Paar. Ja. Mir tut vor allem die Kleine leid. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ich auch nicht. Eine bessere Scheidungsanwältin hätten wir nicht finden können. Stimmt. Wir schaffen das schon, wir drei. Ja, was ist los, meine Kleine? Willst du mich ein bisschen trösten? Weißt du, manchmal läuft es im Leben nicht so, wie man sich das wünscht. Ja. Aber ich darf mich gar nicht beschweren. Ich habe mich nämlich von Susanne getrennt und nicht umgekehrt. Schön doof was. Du hast auch gemerkt, dass wir was ganz Besonderes ist, stimmt's? Ja. Aber das schaffen wir beide schon. Hm? Augen zu und durch. Ja. Ups. Meine süße Maus. Ja. Das müsste alles von meiner Seite sein. Wenn du willst, bringe ich's zur Anwältin. Ich mach das schon, danke. Lars, die Kleine ist gewickelt und gefüttert. Wenn irgendwas sein sollte, dann kannst du mich jederzeit auf dem Handy erreichen. Wir beide brauchen die Mami nicht. Wir kommen ganz gut alleine klar, was? Susanne. Papa. Was machst du hier? Ja, das könnte ich dich auch fragen. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, dass... Dein Vater und ich wollten uns zusammen das neue Haus ansehen. Es ist jetzt bald bezugsfertig. Warum habt ihr mir das denn nicht gesagt? Also Carla und ich dachten, das ist vielleicht... Es ist doch eigentlich unser Haus und jetzt ziehe ich da allein mit Sophia ein. Deswegen. Darf ich mitkommen? Ich würde das Haus auch gerne sehen. Wenn du willst. Ja klar, sonst hätte ich ja nicht gefragt.